dann können wir loslegen, würde ich sagen. Das ist ja jetzt mein eigener Key. Mache ich mal einen Timer. Bin ein bisschen nervös, ne? Sage ich euch ganz ehrlich. Ich hasse halt den Key. Und einer der ersten... Der ersten 20... Gut, ich habe 21 gemacht, den haben wir um eine Minute quasi nicht hingekriegt. Leider. Und ja, ich würde ganz gerne einen timen fürs Achievement einfach. Das wäre schon nicht so verkehrt. Müssen halt ein bisschen gucken mit den Debuffs, ne? Aber die laufen gerade aus, das sieht gut aus. Oh fuck, ist hier fast im Volcanic drin stehen geblieben. Ich habe da jetzt extra meine Inka nicht reingezogen. Gebt sie jetzt eurem Bossmann, oder ihr werdet leiden. Sehr leiden. Damit ihr sie in den Schlund schickt? Ne, der Große kommt gerade. Wir müssen kurz warten. Machen die jetzt und lassen den Großen dann rüberkommen. Ihr wart immer weich, Bonsanti. Schwach. Früher oder später zerbricht ihr. Dann ist Zeit für den Kerkermeister. Warte. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Müssen das Ding usen dann. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Ein großes Übel weilt in der Nähe. Vertreibt. Wir müssen den jetzt echt killen, sonst haben wir ein Problem. Das war jetzt mal so ein Versuch, ne? Mir wurde gesagt, dass ich das auf jeden Fall so spielen könnte, dass ich die damit reinziehe, also den dicken. Deswegen habe ich jetzt erst die kleinen gemacht, dass ich quasi die Zeit überbrückt, dass der da ist, dass ich den da auch wirklich reingezogen bekomme. Ne, das war jetzt so ein bisschen... Okay, jetzt kann ich... der Heiler ist fast OM. Setzt er sich hin? Hm. Beim nächsten großen Cast ziehe ich mal Convoke drauf. Wenn er den nächsten Pattern zieht. Okay. Muss ich mal gucken. Ich bin mir halt immer nicht sicher, wie groß kann ich bei was pullen, ne? Das war jetzt halt hier der Versuch. Das mit dem Großen hat funktioniert. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich die Kleinen hätte vielleicht am besten auch noch reinziehen können. Und vielleicht noch ein bisschen Zeit sparen können. Achso, fuck, ich muss die Orb noch mitnehmen. Ich habe jetzt halt hier noch keine
Ich muss halt hier wollen. Was? Immerhin ganz schön rein, die Kollegen. Müssen die zweite Vault ziehen. Das ist zu weit entfernt. Ich muss das, nee, ich muss jetzt inkern, sonst sterbe ich halt einfach. Was hauen denn die für Schaden raus? Den müsste ich ja rauspullen können, ohne dass ich den anderen adde. Einer der skrupelloseren Schlundgebundenen nähert sich. Seid bereit! Nein! What the fuck? Hütet euch. Warum haben die den dazu geaddet? Why? Ah ne, wir müssen da rein. Der Hunter hat den dazu geaddet, warum? Boah, wir sind halt hier direkt gespawnt. Also, das war Käse. Keine Ahnung, der Hunter hat da einfach reingeschossen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur reicht. Ach, ich hasse das. Warum habe ich denn immer so Leute? Ich glaube, der... Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, der Worry meint, dass der Hunter da reingepullt hat. Es ist halt saudumm, dass er da einfach den ran-addet. Dem Sieger die Anima. Nehmt eure Macht an euch, Schlundgänger. Ja, weiß ich nicht. Jetzt haben wir halt schon einen Vibe drin. Komm, das nervt mich jetzt schon. Das jetzt nur langt. Es sind halt nicht nur die 25, die dir fehlen, sondern dir fehlt halt dann noch mehr, ne? Dir fehlen dann halt noch die Zeit, wie du wieder ranläufst. Gut, der Mob heilt sich tatsächlich nicht, ne? Das ist ganz gut. Da bin ich aber gut durchgekommen. Also was brauchen wir? 55... Komma irgendwas. Das habe ich noch nicht angelegt. Sollten wir sie kurz dingsen lassen. Bleibt wachsam. Ihr nähert euch einem mächtigen Diener des Kerkermeisters. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Alter, dass der mich da in das Volcanic reingrappt, ist halt schon mal absolut Abfuck. Ja, das ist vielleicht doch nicht so nice. Jetzt haben wir mich noch so einen Speer rausziehen müssen. Ich muss mir hier ran. Ich bin außer Reichweite.
Kann jetzt nur einmal heilen. Muss ich dann erstmal eins für ruhigere Puls machen. Jetzt haben wir gar nichts mehr ready. Nehmt die Macht der Bestie. Ihr braucht sie für die kommenden Gefahren. Ich bin außer Reichweite. Jetzt mache ich die und dann mache ich einen größeren Rüben rein. Die will ich jetzt nicht adden. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ist noch nicht bereit. Jetzt müssen wir kurz stoppen, dass das ausläuft. Und drauf da. Ja, die sind noch gesteckt. Warte, bin ich der Einzige, der das aktivieren kann? Dieser geprügelte Hund hat immer noch Zähne. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Ich glaube, ich habe einen Ticken zu wenig geaddet, oder? Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber wir werden gleich sehen, 55 irgendwas brauche ich, sonst nehmen wir nachher beim Hochgehen nochmal was mit. Also ich habe die Pat, ich glaube hier hätte ich nochmal ein paar mehr Störche gebraucht. Aber ich kann dann unten die kleinen noch nehmen. Ah fuck, die sind da hochgegangen. Ah, ich hätte meinen Debuff auslaufen lassen sollen. Das war jetzt ziemlich dumm. Fuck it. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Musst du ihn ein bisschen kalten. Muss ich mal gucken, das müsste eigentlich reichen. Wie viel brauchen wir? 55, irgendwas. Brennt, ihr herzlosen Teufel! Das eine Mal war ich halt so gut wie tot, ne? Das war richtig knapp. Na, die bringen alle voll wenig, ne? Ich brauche ein Ziel. Ich bin gesleept. Okay, go jetzt. Das wird euch teuer zu stehen kommen. Das dürfte. Das ist mit mehreren Milis ein bisschen ätzend. Fort mit euch. Ich muss das anlegen, das bin ich.
Haltet das hier kurz. An eurer Stelle wäre ich vorsichtig. Mal gucken, wer wohin geht, ne? Dann gleich, weil wir sind 3 Milis. Bleiben die beide stehen? Ah, der eine hat geklaut. Okay, na ja, gut. Wahrscheinlich Spell Reflect und Cloak, ne? Wo packe ich euch denn hin? Wollt ihr das hier mal ausprobieren? Okay, das war jetzt ein bisschen zu dangerous. Das hätte ich nicht machen sollen. Habt ihr euch schon mal gewünscht, fliegen zu können? Fort mit euch. Na. Nimm das ganz Außere. Ich habe extra geguckt, dass ich nicht 2 nehme. Ich bin mir nicht sicher, ob das passieren kann, wenn es blöd läuft. Aber lieber gehe ich mal auf Nummer sicher. Haltet das hier kurz. Das dürfte unterhaltsam. Krieg halt schon echt ganz, ganz gut auf den Latz, ne? Aber gut, es ist Boss-Buff, ne? Und 20. Das hier ist mehr als nur schnöder Tant. Geh extra in das Hinterste rein, dass die DDs länger damagen können. Weil ich mache sicher weniger Single-Target-Damage als die DDs, ne? Das hat den Hintergrund. Wo pack ich euch denn hin? Holy moly, da wäre jetzt fast noch. Wollt ihr das hier mal ausprobieren? Habt ihr euch schon mal gewünscht, fliegen zu können? Wo packe ich euch denn hin? Meine Sachen können zu mir. Ihr feilst ziemlich hartnäckig. Die Mittler haben was vor. Ey, wir hätten die Kleinen noch machen müssen. Ich bin außer Reichweite. Das habe ich noch nicht gesehen. Nein, was hat er... Oh boy. Wer hat denn das jetzt alles? Der Hunter hat nochmal geedit. Was macht der Hunter? Ach komm, der geht mir jetzt langsam richtig auf den Sack. Ich schreibe, wir brauchen 2%. Ich habe etwa so hingepult, dass wir ziemlich genau 2% hatten. Und der Hunter klieft wieder rein. Also, der hat jetzt schon zweimal rein sabotiert. Das kann doch nicht sein. Jetzt, das ist genau das, was ich brauche. 55,60. Jetzt habe ich 55,70, ne? Und der Typ hat mir jetzt nochmal 3 Mobs rangepult. Das ist halt einfach saudumm. Und vorher hat er auch schon so eine Scheiße gemacht. Ach komm. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Bist du dir sicher, dass es nicht der Hunter war? Wer soll das sonst geedit haben? Hat dein Vogel durchgekastet? Ernsthaft? Da habe ich es nicht gesehen. Ich dachte, der Hunter hat reingeschossen, weil die Pfeile so flogen. Okay, dann nehme ich alles zurück und überhaupt das Gegenteil. Er ruft die Großen, ja, okay. Sollte man besser nicht spaßen. Da habt ihr einfach so vergessen, wie man Loa ist. Euer Band mit diesen Leuten. Die Macht. Die einzige Macht, die zählt, ist der Tod. Und der Tod holt alle ein. Hütet euch. Das ist zu weit entfernt.
Das ist bei Volcanic teilweise ein bisschen ätzend hier. Bei den anderen Mobs hinten muss ich jetzt ein bisschen gucken, wie ich es genau am besten mache. Hütet euch. Ich muss näher ran. Hütet euch. Ich bin außer Reichweite. Konvoke ich in die nächsten rein? Nee, komm, da nutze ich Inka. Ich konvoke jetzt hier mal rein. Hütet euch. Und in die anderen Inkern wir dann einfach. Ich bin außer Reichweite. Hütet euch. Hütet euch. Lebt immer noch auf. Hütet euch. Ich muss näher ran. Weiß nicht, da könnte ich eigentlich schon mal einen kleinen dazu polen. Würde ich behaupten. Hütet euch. Wisst ihr was? Ich pull jetzt schon mal einen kleinen dazu. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Ist noch nicht bereit. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Das habe ich noch nicht angelegt. Ah, fuck, da haben wir jetzt zu zweit drauf. Da haben jetzt alle Kicks gingen auf die Heilung. Scheiße, das war nicht. Das ist nicht gut. Naja, muss der Heiler ein bisschen was gegenheilen. Theoretisch könnte ich hier wahrscheinlich auch ein bisschen. Größer noch pullen, aber ich dachte mir, jetzt mach ich es mal halbwegs safe. Ich bin außer Reichweite. Ja, nicht immer ist der Hunter schuld, das stimmt. Nur 18 Minuten, ich weiß halt nicht, ob das. Ob das reicht. Wir haben jetzt halt noch drei Bosse, ne? Und noch doch ganz gut was an Trash auch. Was kann ich tun? Da kommt jetzt gleich nochmal die Pfütze. Das ist das Ding hier. Also ich. Was? Der alte Loa schickt schon Schuldeneintreiber? Aber ich hatte sein Mojo doch noch gar nicht lang genug, um ein Meisterstück zu erstellen. Moment, du hast auch ein Geschäft mit Wurzeln gemacht? Ich wusste ja, dass du pfuscht, Milhouse, aber das
Und stellt er dann sein Teil hin. Hinten ist es okay, der eine steht drin. Ja, die müssen das durch den Boss tragen. Uff, das ist okay. Stand hier aber gerade so safe. Und den Boss kriegst du nämlich auch teilweise echt Kellen. Dann ist der Boss im Schattenvorrohr drin, ist aber dass ich nicht im Schattenvorrohr bin. Das ist immer so ein bisschen Millimeterarbeit tatsächlich. Dass er den Boss dann wieder spotten muss, ist so ein Kack, echt. Also ich stelle mich mal da rein. Fuck it. Ja, ich habe jetzt eine Wolle gezogen, dass ich in dem Ding stehen bleiben kann, dass der Boss keinen Buff kriegt. Lieber auf Nummer sicher gehen. Da habe ich halt nichts mehr. Ich habe halt absolut gar nichts mehr jetzt, defensiv. Jetzt hätte ich wieder Inka gehabt, ne? Eine Viertelstunde haben wir noch. Also ich weiß halt nicht. Das könnte schon noch drin sein. Das dürfen wir jetzt halt nicht grob verkacken. Jetzt müssen wir mal schauen, wo der rote Typ ist. Zum Loa gemacht hat, Buon Samdi. Und jetzt her mit den Seelen. Und kniet nieder. Ah, der wäre gerade da, der Rote. Aber ich erinnere mich, wie die Trolle sich von euch abgewandt haben. Hol ihn runter. All die Opfer, all das Blut, sie wollten... Ich brauch keine Jünger. Ach, er macht da draußen seine Wut, das war dumm. Ach, okay. Das hätte ich nicht machen sollen. Mir wurde gesagt, die kann ich desorientieren, die Dinger. Naja gut, das war jetzt irgendwie ein bisschen sinnlos. Hier verdichtet sich die dunkle Magie des Lunds. Mir wurde gesagt, dass ich den auch mit den Kleinen zusammen machen kann, aber die kriege ich jetzt da nicht rausgezogen. Oh, der wird weggeblastet. Danach können wir die eigentlich zusammen machen. Ich habe sowohl Inka als auch Convoke ready. Tod. Nehmt nun ihre Macht an euch.
Hütet euch. Blastet er denn hin? Ach, der blastet dann hoch. Okay. Mit Inka ist das so eine safe Angelegenheit. Ich sag's euch. Können wir jetzt auf einmal töten eigentlich? Ach, da drin wurde mir letztens, hat mir noch einer gesagt, wenn ich da rein konvoke, dann adde ich, ne? Das will ich eigentlich eher vermeiden. Aber ich, wenn ich ein bisschen wegstehe, dann dürfte ich nicht adden. Ich weiß nicht, ob ich die zurückziehen sollte. Das ist zu weit entfernt. Hütet euch. Fuck. Ich hab mich verdrückt und zwar kompletto. Ich wollte desorientieren drücken. Hütet euch. Ich sehe, ich habe die Soul-Gestalt, das wollte ich nicht. Die liegen genau nebeneinander bei mir von den Beins. Da habe ich leider nichts mehr zum Interrupten. Hier von den Geistern muss man auch ein bisschen aufpassen. Ne, ich kann immer noch nicht. Hütet euch. Macht das schon wieder so ein Shit. Desorientieren wir den noch einmal. Geh jetzt bloß weg von den Geistern. Ich hab da leider noch nichts für. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Komm, ich mach jetzt auf Nummer sicher. Ist noch nicht bereit. Ich hatte leider nichts mehr, jetzt hab ich's dafür gewastet. Aber scheiß drauf. Es wäre fürs andere Pack besser gewesen, aber ich wusste nicht, ob das Ding noch durchgeht. Okay, der hat gekickt. Mal gleich wegen Geistern nochmal aufpassen. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Hütet euch. Ja, wir haben jetzt halt overcapped, ne? Weil wir die da hinten geaddet haben. Hätten adden dürfen. Ist noch nicht bereit. Seine Macht nicht mein. Ich werde auferstehen. Alter, ich hab 16k geburstet, habt ihr gesehen? Was zur Hölle hat er mich gerade runtergedroschen? Okay, ich muss richtig defensiv bei dem Kollegen spielen. Was zur Hölle? Okay, I don't know, ob ich das überleben würde. Ich habe leider so... Inka nicht ready. Brauche ich wahrscheinlich Double Active Mitigation. Ich muss jetzt übelst Wut poolen, ne? Dass ich hier immer... Alter! Das kann ich mir doch nicht erzählen. Selbst mit gepoolter Wut und Active Mitigation tut er mich fast one-shotten. Nein. Das hat er mich angesteckt. Ich hasse dich. Ach,
ich musste da raus, hab ich den anderen eingesteckt. Das ist halt jetzt saublöd. Wir müssen aus der Ecke raus. Fuck. Ich hatte halt mehr Active Mitigation rein, er hat mich trotzdem weggehauen. Fuck, ich hätte die Wall ziehen sollen, ne? Ich hab's mir überlegt, dachte mir, ich habe eine Active Mitigation ab. Das müsste eigentlich ausgehen. Bitte steckt mich jetzt nicht wieder an. Ich zieh jetzt einfach nochmal. Holy moly. 5 Minuten haben wir noch. I don't know, 5 Minuten könnte reichen, aber ich habe jetzt halt gar nichts mehr ready, ne, für den Boss. Und das ist der Hardhitter-Boss schlechthin. Eure kleinen Freunde denken, sie können euch helfen, Guan Santi. Welche Chance habt ihr gegen mich? Muisala hat Helia an die Seite vom Kerkermeister gebracht. Lass den Heiler kurz recken. Das alte Odin-Auge geschlagen und die Banshee zum Kriegshäuptling gemacht. Glaubt ihr, habt gewonnen, Bossmann? Das ist über die Finsternis, seid ihr eigentlich. Hütet euch. Hütet euch. Los jetzt, Helden. Euer Leben ist mein. Mojo zurück. Und helft mir, diesen alten Lora zurechtzustutzen. So schwach. Die Schatten sollen euch holen. Hütet euch. Über die Finsternis seid ihr reich? Hütet euch. Über die Finsternis seid ihr reich? Hütet euch. So klein, so schwach. Die Schatten sollen euch holen. Ja, sie diesen Fight so sehr, ne? Euer Leben ist mein. Ich muss näher. Über die Finsternis seid ihr reich? Beeilt euch! Ich bin der Preis spielt jetzt keine Rolle. Sterbliche Narren! Der wahre Gott des Todes bin ich! Ich hoffe, wir haben genug Schaden, ne? 3 Minuten haben wir noch. Also wenn das geklappt hat mit allen, dann müsste das eigentlich... Nee, ich hab Dings Convoke. Ich bin... ich hab Eulen Convoke. Da mache ich mit der Katze nicht so viel Schaden. Spare ich mir die Inka noch einen Ticken auf. Hütet euch. Obwohl ich Hause rauskomme, scheiß drauf. Hütet euch. Die Schatten sollen euch holen. Euer Leben ist mein. Wir müssen nach hinten weg. So klein,
Das ist die erste Instanz, die ich in Shadowlands gespielt habe. Und ich habe am Anfang hier bei dem Boss das nicht geblickt, ne, wo ich das erste Mal drin war. Wie ich hier laufen muss und habe, glaube ich, alles gefressen, was man fressen kann. Also wirklich, tutti completti. Über die Finsternis seid ihr euch? Hütet euch. Die Schatten sollen euch Bucket. Holen. Ich bin außer so klein, so schwach. Dann müssen wir den ja noch runterhauen. War das 25? Euer Leben ist mein. Über die Finsternis seid ihr euch? Beeilt euch. Der Preis spielt jetzt keine Rolle. Hat's einer verkackt gehabt? Ich bin außer Reichweite. Sterbliche Narren. Der wahre Gott des Ah, da drüben ist das Ding. Einer hat's anscheinend verkackt. Ja. Aber ich wollte gerade sagen, normalerweise ist das doch nach ein paar Sekunden dann zu Ende. Ihr könnt mich nicht ewig festhalten. Der eine schreibt Vodafone, anscheinend hat er Internetprobleme gehabt. Wie weit müssen wir denn? Wir haben 40 Sekunden haben wir noch. Der musst du nicht auf Null hauen, ne? Alter, wir haben es halt echt geschafft. Mein erster 20er in Time. Gut, dass ich den jetzt noch gemacht habe. Nice. Die Zeiten ändern sich, Mann. Sehr schön. Sehr schön, wir haben das erste Achievement eingeheimst. Gut, dass ich doch nicht gekniffen habe und einfach Leute eingeladen und durch... Nice. Sehr schön. Hat doch noch Intime. Jetzt habe ich einen 21er Key, oder? Was habe ich jetzt für einen? Gute Schneise. Uff. Gut, schön, war ein schöner Run. Haben wir hoffentlich mit aufgenommen, oder? Ja, also mittendrin war es ein bisschen holprig, ne? Aber hat ja gut geklappt. So, für das kleine Video soll es das gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.